Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf diesem Kanal. Ich verbringe ein paar Tage in Grottendorf bei den Rohkostlingen, bei lieben Freunden. Und wir sind heute in Karlsbad, in Karlovivari. Das ist ca. 50 Kilometer von Grottendorf entfernt. Das ist eine Stadt, eine wunderbare Stadt, eine alte Kurheilstadt hier in Tschechien. Und da habe ich mir gedacht, da nehme ich einfach mal die Kamera mit. Das ist eine wunderschöne Stadt und da bekommt ihr ein paar Impressionen von Karlsbad. Karlsbad, auch Karlovivari genannt, ist eine weltbekannte Kurbäderstadt und liegt im engen, fast romantischen, von waldbegrenzten Bergen umschlossenen Tal des Flusses Tepla, unfern ihrer Mündung in die Ohre am Südrand des Erzgebirges. Karlsbad liegt in der Tschechei und ist eine der ältesten und wohl auch traditionsreichsten Kurorte überhaupt. Einige der berühmtesten Köpfe Europas fanden den Weg in die böhmischen Wälder. Maria Theresia ließ 1762 am Mühlbrunnen das Bade- und Trinkhaus errichten. Johann Wolfgang Goethe besuchte 13 Mal Karlsbad. Der deutsche Dichter arbeitete hier an seinem Faust und trat von Karlsbad aus seine Reise nach Italien an. Mozart besuchte ebenfalls den Kurort. Genau wie sein jüngster Sohn Franz Xaver Wolfgang Mozart, der auf dem Karlsbader Friedhof begraben ist, allerdings unter dem Namen seines Vaters. Zudem reisten namenhafte Künstler an die Ufer der Tepla, aber nicht zum Kurzurlaub. Zumeist blieben die Berühmtheiten wie Friedrich Schiller, Ludwig van Beethoven, Richard Strauss sowie Johann Sebastian Bach mehrere Wochen, einige auch für Monate. Die älteste Urkunde über Karlsbad datiert von 1325. Karlsbad ist ein wunderbarer Ort, der mit seinem historischen Charme jeden bezaubern kann. Nach einer Schlacht bei Greci rastete Karl IV., damaliger römisch-deutscher Kaiser und König von Italien sowie Böhmen, im Tal der Tepla im Böhmerwald. Seine Wunden aus dem Kampf wurden mit dem Wasser aus einer Thermalquelle gereinigt, was zur schnellen Genesung des Monarchen führte. 1358 errichtete dieser daraufhin ein Schloss, um das sich der Ort Karlsbad bildete, der im Tschechischen Karlovivari genannt wird. Karlsbad ist ein wunderbarer kleiner Ort, an dem man ganz entspannt durch die Straßen schlendern kann, weit weg von Hektik und Stress. Wer sich für die Architektur der Gründerzeit interessiert, der kommt in Karlsbad voll auf seine Kosten. Wunderbare Häuser, es war wirklich ein Genuss, durch die Straßen zu schlendern. Und das Herz des Heilbades ist die Mühlenkolonnade. Die ist so zwischen 1871 und 1881 errichtet worden. Dort gibt es 6 Karlsbader Quellen. Leider war bei uns diese Kolonnade, ich glaube, da wurde gebaut, die war so teilweise abgesperrt, da konnten wir, sag ich mal, die Schönheit dieser Kolonnade gar nicht so genießen, aber es gibt genügend Fotos, die zeigen, wie wunderschön diese Kolonnade ist. Auch sehr beeindruckend ist die hölzerne Marktkolonnade aus dem Jahr 1883. Diese sollte ursprünglich nur vorübergehend genutzt werden, steht aber bis zum heutigen Tage. Karlsbad ist eine wunderschöne kleine Stadt in Tschechien und zum Beispiel von Grottendorf, wo wir Urlaub gemacht haben, im Erzgebirge nur knapp 50 Kilometer entfernt. Einen kleinen Schwachpunkt haben wir allerdings gefunden. Wir sind ja einige Stunden in Karlsbad herumgeschlendert und haben die Stadt sehr genossen, aber wir haben keinen einzigen reinen Obst- und Gemüseladen gefunden. Dafür, dass es eine Kurstadt ist und die Gesundheit sehr groß geschrieben wird, hat uns das doch sehr überrascht. Ich habe da noch einen kleinen Laden gefunden, der zum Beispiel Obladen verkauft und typisches tschechisches Essen. Und dort konnte man sich zum Beispiel einen frisch gepressten Orangensaft bestellen. Das war das Einzige, was wir entdeckt haben. Vor ca. 16 Jahren war ich das letzte Mal in Karlsbad und ich kann mich erinnern, dass es da auch Marktstände gab, wo wir ganz tolles Obst, Beeren und Kirschen gekauft haben. Wir waren ja jetzt neulich an einem Samstag in Karlsbad und kann sein, dass da auch keine Marktstände stehen, die vielleicht sonst unter der Woche stehen und man da eben auch frisches Obst und Gemüse kaufen kann. Hier in Karlsbad gibt es ganz viele kleine Souvenirläden, die so kleine Schnabeltassen verkaufen, wo man Heilwasser daraus trinken kann. Wir haben uns jetzt hier so eine kleine Karlovivari Schnabeltasse gekauft. Der Henry säubert die Tasse jetzt mal noch. Und dann werden wir hier gleich zu einer kleinen Quelle gehen und dieses Heilwasser trinken. Hier drüben ist eine kleine Quelle. Also hier gibt es, Henry, ich glaube 70, 80, 90 Quellen, hatte ich hier gestern vorgelesen. Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Hier sind mal ein paar aufgeführt, auch mit der Gradanzahl von den Quellen. Okay.
Moment, ich muss mal ein bisschen scharf machen. Sehr mineralhaltige Quellen, Heilquellen. Was heißt das? Ja. Salzig? Sehr salzig. Und sehr mineralhaltig, ne? Man könnte jetzt hier sogar einen Teebeutel reinhängen, weil das Wasser so warm ist. Okay. Das ist eine typische Spezialität für die Tschechen, eine Oblade. Ein Stück Pappe. Ein Stück Pappe. Also, man muss schon sagen, mit Weizenmehl, also eine süßliche Waffel. Und das ist so eine Füllung, so eine Zucker-Haselnuss-Füllung. So eine ganz dünne Füllung. Und Simon, wie schmeckt dir das? Gut. Ja, Simon liebt Obladen, sowas essen wir ja ganz, ganz selten, beziehungsweise meine Jungs. Und deswegen hat Simon jetzt hier an so einem Stand eine frische Oblade bekommen. Ich werde ja immer mal wieder gefragt, wie das für mich ist, wenn meine Kinder mal nicht so gesund essen, wie ich das aushalte, wie ich damit umgehe. Also ich versuche da ganz undogmatisch ranzugehen. Ich weiß, dass meine Jungs bei mir zu einem ganz, ganz hohen Anteil wirklich sehr gesund essen, pflanzlich, viel selbst zubereitet Rohkost. Und wenn sie dann mal irgendwo ein Eis essen oder eben mal eine Oblade in Tschechien, da habe ich damit auch kein Problem. Ich denke dann einfach an meine Kindheit, an meine Jugend zurück, wie ich da gegessen habe. Ich bin da weit, weit davon entfernt, von dieser gesünderen Ernährung meiner Kinder. Und deswegen habe ich da überhaupt keine Probleme damit, wenn meine Kinder dann doch mal etwas essen, was ich persönlich für mich heute ablehnen würde. Übrigens gibt es seit dem 1.7. in Tschechien keine Maskenpflicht für Läden mehr. Wie es in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln aussieht, weiß ich nicht, aber beim Einkauf muss zumindest keine Maske mehr getragen werden. An vielen Geschäften sind Hinweise angebracht, Abstand zu halten und zum Beispiel beim Niesen und Husten in die Armbeuge zu niesen und sich gegebenenfalls die Hände zu desinfizieren. Also es wird zur Selbstverantwortung aufgerufen. Also es war wirklich sehr angenehm, einfach mal durch eine Stadt zu schlendern, in Geschäfte reinzugehen und niemanden mit Maske zu sehen. Ich hatte mit dem Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp, der war ja mit dabei bei unserem Ausflug nach Karlsbad. Mit ihm habe ich ein Video gemacht zum Thema Maskenpflicht, wie wir das in der Tschechei erlebt haben und haben uns unsere Gedanken geäußert, auch zu der großen Erregerkrise, sag ich mal. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch oben in den Infokarten. Das waren einige Infos über die wundervolle Stadt Karlsbad, auch Karlovy Vary genannt, in Tschechien. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken und Meinungen zu diesem Video unter diesem Video. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.